So, Delem. Ja, heute mal ein bisschen Autobahntest. Ich habe auch gerade den Schalter gefunden für den Travel Assist. Ich stehe mich blöd an. Der ID4 hatte den ja nicht. So, ich fahre jetzt hier ein bisschen Autobahn. Ich habe eine Ionity-Ladestation. Ich genieße gerade, dass ich hier in einer Schritten die Geschwindigkeit auch hochdrehen kann. Ist zwar ein bisschen fummelig bekanntermaßen mit den Lenkradtasten, aber das geht ja ganz gut. So, ich habe eine Ionity-Ladestation in so circa 60 Kilometer Entfernung angegeben als Ziel. Ich will eigentlich die Ladegeschwindigkeit testen. Mal gucken, ob das klappt, weil ich komme da mit 54% an. Das macht keinen Sinn, da muss ich noch irgendwie weiterfahren. Boah, das Auto verbraucht halt nicht so viel, ne? Ja. Naja, however. Ein bisschen Autobahn testen heute. Das Auto hat den Travel Assist, logischerweise, weil ein großes Assistenzpaket drauf ist. Der kann automatisierten Spurwechsel. Das muss ich gleich mal ausprobieren. Wir stellen mal gerade wieder Tempomat 133 ein. Kommt einem viel schneller vor in einem Auto, was so ein bisschen niedriger ist. Mal schauen, ob man diesen automatisierten oder assistierten Spurwechsel tatsächlich gut verwenden kann. Ich wollte eigentlich, ich wollte eigentlich für euch auch das Head-Up-Display ausprobieren, beziehungsweise ich probiere es ja ausständig, aber ich wollte es euch zeigen. Ganz ehrlich, ich habe gestern rumgefummelt. Ich krieg's nicht hin, es sei denn, ich hänge mir die Kamera genau so hin, dass ich nichts mehr sehe nach vorne raus, beziehungsweise so dran vorbeigucken muss. Das macht natürlich keinen Sinn, wenn da die Polizei um die Ecke kommt oder wenn irgendwas Unvorhergesehenes ein bisschen ist. Halt beschlossen, sorry, da müsst ihr ein bisschen drauf verzichten. Ich weiß nicht, warum das im Q4 tatsächlich besser funktioniert hat. Da konnte ich einfach die Kamera auf dem Armaturenbrett ein bisschen befestigen und dann ging das. Hier geht's nicht, egal. Ja, wir gucken mal, ob wir das heute mit dem Laden hinkriegen. Ich gucke auch mal, wie der Autobahnverbrauch dann aussieht. Im Moment fahren wir einfach bergauf, da ist klar, da ist er relativ hoch. Es ist auch nicht so besonders warm. Wo ist denn hier die Temperatur? Mitten im Display nicht mehr 15 Grad. Das Auto, wie gesagt, ohne Wärmepumpe. Das heißt, es müsste eigentlich ein bisschen geheizt werden. Mir ist aber ein bisschen zu kalt. Ich mache mal auf 20,5 Grad. Und fahren wir einfach ein Stück. Wenn es irgendwas zu berichten gibt, berichte ich. Wir probieren den Spurwechsel auch mal aus. Da werde ich einfach dann mal kurz kommentieren, wie das aussieht. Ich versuche es jetzt mal. Ich setze mal den Blinker. Ja, er sagt... Dann kriege ich hier ein schönes Pfeilchen eingeblendet und wenn ich ihn dann einfach fahren lasse, dann fährt er auch, aber ich glaube, man muss die ganze Zeit blinken. Das muss ich mal ausprobieren, kann ich jetzt gar nicht machen, weil hinten kommt jemand. Ja, so viel mal für den Beginn. Wir fahren 133 Tempomat. So, jetzt sind wir bei Brohltal, West angekommen. Ich fahre da aber gar nicht erst ab, weil ganz ehrlich, das Auto hat sich zwar verschätzt, hat ja 54% angenommen an Akkustand hier, aber wir sind bei 49%. Mal ehrlich, das macht gar keinen Sinn, dass ich hier anfange zu laden, da seht ihr einfach nichts. Gut, was ich gemacht habe auf jeden Fall heute ist, ich habe den OBD-Dongle eingesteckt und mein Tablet daneben gelegt, sodass die Fahrt aufgezeichnet wird. Ich hatte ja schon darüber berichtet, dass nach meinem persönlichen Eindruck dieses Auto etwas schwächere Rekuperation hat als die größeren ID-Modelle und der Q4. Das ist natürlich ein subjektiver Eindruck und ich möchte den gern verifizieren. Deswegen möchte ich einfach mal mit dem OBD-Dongle gucken, wie viel Rekuperationsleistung dieses Auto überhaupt bringt. Also ich würde stark vermuten, dass es nicht ganz so viel ist, mindestens im niedrigeren Geschwindigkeitsbereich wie bei den größeren. Da sind es ja bis zu 150 Kilowatt, hatte ich gemessen. Nicht, wenn man nur vom Fahrpedal geht, sondern da muss man zusätzlich noch die Bremse drücken bis zum Maximum der Rekuperation, sage ich mal. Bin ich mal gespannt, was hier dabei rauskommt.
werde ich vielleicht jetzt mal einen kurzen Einspieler machen, wenn ich das dann ausgewertet habe. Ja, woran könnte es liegen, dass hier subjektiv weniger, vielleicht auch objektiv weniger Rekuperationsleistung da ist? Meine Vermutung wäre, dass es an den Traktionsproblemen liegt, die die relativ schmalen Reifen hinten hier haben. Da will man vielleicht einfach auch bei Nässe nicht zu viel Leistung drauf loslassen, weil wenn man hier voll aufs Fahrpedal drückt, dann kann es schon passieren, dass die Räder hinten durchdrehen bzw. kurz durchdrehen und man dann die Regelung spürt. Das könnte natürlich bei voller Rekuperationsleistung genauso passieren. Ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegt, aber ich weiß natürlich nicht. Ich habe jetzt nicht mit irgendeinem Ingenieur gesprochen. Ich kenne auch keinen, den ich da fragen könnte. Ja, so. Ich fahre mal weiter und guck mal, welche Ladesäule ich anpeile. Wahrscheinlich fahre ich einfach wieder zurück und guck dann an einer der NBW-Ladesäulen, wo ich letzte vergeblich Autocharge mit Kuffer ausprobiert habe, ob ich da vielleicht mal laden gehe. Falls ich bis dahin genug runtergefahren habe, jetzt sind 47%, das wird, glaube ich, echt schwierig. Naja, egal. Ich mach mal weiter. Ja, vielleicht mal direkt ein Wort zum automatisierten Spurwechsel bei diesem Auto. Außer, dass ich eine schöne Animation habe, erschließt sich mir der Sinn nicht. Keine Ahnung. Wozu braucht man das? Das Auto fährt sowieso nicht von selbst, wirklich. Ja? Also, ne. Nicht mein Ding. Es macht eher dann noch irgendwelche Fehlermeldungen. Ja. Ich weiß nicht, ob man das noch ausstellen kann. Muss ich nochmal in der Konfiguration gucken. Finde ich jetzt bisher eher nicht hilfreich bis ganz leicht störend. Aber auch hier, es ist immer persönlicher Geschmack. Ja. Der eine oder andere mag das vielleicht total toll finden. Ja. 65 Kilometer Autobahn A61 mit 133 Tempomat. Diejenigen, die das kennen, die wissen, dass es hier ein bisschen hügelig ist. Es geht also ziemlich stark rauf und dann auch später wieder runter. Wir sind jetzt eigentlich schon bald wieder unten. Und was soll ich sagen? Autobahnverbrauch bisher 20,8 Kilowattstunden bei 133 Tempomat. Ich kann jetzt nicht wirklich erkennen, dass das viel weniger wäre als mit einem ID4 oder einem Q4. Was mich jetzt schon etwas erstaunt, liegt es an der fehlenden Wärmepumpe, weil wir haben nur so 15 bis 17 Grad. Ja, aber das ist auf jeden Fall die Sachlage. Ich würde sagen, der Verbrauch ist nicht besonders dolle. Ich fahre jetzt aber auch von der Autobahn runter und dann fahren wir wieder zurück. Ja, und ich schau mal, ob wir den Akku ein bisschen runtergefahren kriegen, dass sich ein Ladetest wirklich lohnt. Ja, was ich wirklich mal loben muss, das ist hier der Travel Assist. Ne? Also ihr seht, das ist jetzt hier ein bisschen kurviger. Wir fahren jetzt wieder hoch Richtung Autobahn A3. Und der fährt auch diese etwas engeren Kurven wirklich sehr, sehr gut. Also Respekt. Ich bin mir nicht sicher, ob der Q4 das so gut kann. Also ja, er kann es auch so gut. Ja? Also, aber so wie das hier funktioniert, wirklich 1A, also ich fasse natürlich hier bei diesen Kurven das Lenkrad an, ja, weil sonst fängt er an zu maulen. Aber es ist ja berührungssensitives, kapazitatives Lenkrad. Kapazitives Lenkrad, sagen manche auch. Ist egal, wie kann man beides sagen. Und er lenkt hier eigentlich komplett von selbst durch. Also, das ist ja schon, sagen wir mit 100 Stundenkilometer gefahren, schon ein bisschen engere Kurven, ja. Sehr gut. 1A.
Ich muss noch mal was über die Klimaanlagen hier in dem Auto loswerden. Das ist ja ID3 ohne Wärmepumpe. Und ich habe den jetzt auf 21 Grad stehen. Es hat draußen 16 Grad. Ja? Und mir ist immer noch kühl. Ich bin irritiert, weil gestern, als es da mal 20 Grad hatte und so, da hat das eigentlich mit der Temperatur total gepasst. Ja? Und jetzt heute ist es draußen kühler. Also das Auto müsste eigentlich heizen, statt ein bisschen kühlen, so wie es gestern gewesen wäre. Und ich habe wirklich, also ich fange da langsam an zu frieren. Gut, ich habe jetzt nur ein T-Shirt an, aber es ist eigentlich warm genug, würde ich sagen. Oder T-Shirt sollte ausreichen im Auto, wenn ich auf 21 Grad gestellt habe. Keine Ahnung, was da los ist. Ich habe mal versucht, ob die Heizung überhaupt geht. Habe einfach mal hochgestellt. Ja, sie funktioniert, aber sie springt sehr spät an. Hat das was damit zu tun, dass hier gespart werden soll, weil keine Wärmepumpe drin ist? Vielleicht ein bisschen mit der Heizung vorsichtiger? Ich weiß es nicht. Ich finde es nicht schön. Also, sorry. Nee. Ich möchte eigentlich, dass die Temperatur, wenn ich sie einmal eingestellt habe, auf 20,5 Grad war gestern super passend zum Beispiel, dass die dann konstant ist und das schön funktioniert. Das ist wieder so ein Ding, was ich ja auch schon öfter gesagt habe. Mein früherer Diesel A3 8 PA, ja, der hatte eine Klimaanlage. Ich habe die eingestellt, nachdem ich das Auto übernommen habe. 19,5 Grad, okay, das klingt ein bisschen niedrig. Das war sommers wie winters perfekt. Ich habe da nie an der Klimaanlage rumgefummelt. Tja, neumodischer Kram, ne? Wahrscheinlich irgendwelche Sparmaßnahmen, damit es ohne Wärmepumpe ja auch nicht so hoher Verbrauch ist. Wobei jetzt 97 Stundenkilometer Durchschnitt, 125 Kilometer gefahren, hier Berge Autobahn 61 rüber zur A3 hin und her. 21 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, das ist echt nicht wenig. Ne? Ja. So, wir kommen gleich an Unity Daxberg vorbei, da halte ich aber nicht an. Ich will keinem da einen Lader wegnehmen. Wir sind aber erst bei 28%. Mal gucken, ob ich unter 20 komme. Bis zur Ladesäule NBW, die übrigens dieses Auto noch nicht kennt. Keine Ahnung, was da wieder ist. Gut, wir fahren weiter. Sind wir gleich an der Ladesäule NBW, Hennef, da wo ich letztens schon geladen habe oder es versucht habe mit Autocharge, mit dem Q4. 23% sind im Akku. Ich hatte vorhin kurz angehalten, mir einen Kaffee zu holen, da habe ich schon gesehen, der Akku ist auf Temperatur. Also er hat über 20 Grad, nachdem wir jetzt 1:30 über die Autobahn gefahren sind mit 133 Tempomat, teilweise auch ein bisschen weniger, teilweise ein bisschen mehr. 23% im Akku, das wird sicher nicht für eine Top-Ladeleistung reichen, aber wir gucken einfach mal, wenn ich mit dem Akkustand und nach der Strecke jetzt mit meinem Q4 daran fahren würde, der ja eine andere Ladekurve haben sollte, eine flachere als dieser hier, nicht ganz so hoch, dafür am Anfang, da würde ich ja mit Sicherheit mit 120, 130 Kilowatt einsteigen. Da bin ich gespannt, was dieses Auto jetzt macht mit der untenrum optimierten Ladekurve. Ja, wir sind gleich da. Ich fahre mal an die Ladesäule ran und stöpsel ein und nehme euch dann mit und zeige euch, wie das so läuft. Okay, fahren wir mal ran an die Säule. Eine 300 Kilowatt nehmen. Nehmt da nicht weniger, wenn ihr wirklich hohe Ladeleistung haben wollt, weil hier stehen noch 150 Kilowatt Säulen daneben. Und die könnt ihr auch nehmen, aber das hat den Nachteil, dass ihr wahrscheinlich keine 150 Kilowatt kriegt. So. Gut, da steigen wir mal aus. Ich nehme die ADAC NBW-Karte natürlich, weil es hier ein bisschen günstiger ist damit. Thank you.
So, wir verbinden Ihr Fahrzeug mit der Ladesäule. Sollte also gleich losgehen und wir gucken auch gleich noch innen, wie die Ladeleistung ist. So, Ladung wird vorbereitet, funktioniert sehr. Ihr seht, das dauert manchmal ein bisschen. Sieht gut aus. 23% Ladestand. Ladeleistung geht hoch. Hoffe ich. Ja, 4,5 Kilowatt zeigt es mal. Da kriegt man erstmal einen Schreck. So, geht hoch, geht hoch, geht hoch. 60, 70. Ha. 74 Kilowatt, das ist natürlich nichts. Ich hol euch mal her, mal gucken, ob das noch mehr wird. Ich hoffe es doch mal. Weil 74 Kilowatt, also damit brauchen wir gar nicht erst anfangen, ne? Egal, aber so sieht das Auto nochmal schön. Ah, jetzt ist es hochgegangen. Ah ja, ja, seid da mit mir gerade richtig da. 150 Kilowatt. Ja, ich würde sagen, da kann man jetzt nicht meckern. 165, hallo. Okay, gut. 173 Kilowatt bei 24%. Ha! Also mal ehrlich, Leute, das ist schon ganz geil. Das ist schon ganz geil. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich hatte Battery Care oder wie das hier heißt eingestellt. Das heißt, es geht bis auf 80%. Und genauso weit laden wir jetzt auch mal, um einfach mal zu schauen, wie das funktioniert und wie schnell man da von 24 auf 80% ist. So, und was ich vielleicht auch nochmal dazu sagen wollte, das ist jetzt ohne Batterievorkonditionierung logischerweise, weil die Ladesäule war ja gar nicht im Navi drin, also konnte ich sie auch gar nicht eingeben. Und ich finde, das ist doch ganz ordentlich, oder? Ja, da kann man wirklich nicht meckern. Gut, dann schauen wir mal, wie das hier weiterläuft. Gut, steigen wir mal wieder ins Auto ein, weil es fängt schon wieder leicht an zu regnen. Und gucken mal, wie die Anzeige hier drinnen jetzt aussieht mit der aktuellen Software. Ja, weg damit. Jetzt zeigt es also nicht direkt an, das ist natürlich schade. Sag mal, hallo. Ja, ich will jetzt eigentlich nicht die Zündung anmachen, ne? Was ist das denn? Bin ich zu blöd, das zu finden? Ja, ich bin zu blöd, da ist es natürlich. Ja, hier seht ihr also, da habt ihr jetzt auch die Kilowattangabe, aber das ist natürlich schon nicht besonders aussagekräftig, muss man jetzt mal ehrlich sagen. Und hier vorne im Display seht ihr davon nichts, ja. Gut, laden wir mal und dann schauen wir weiter. So, der Ladevorgang ist bald beendet. Die Prognose Ende 8:59 stimmt nicht ganz, ja, weil wir werden etwas länger brauchen. Aber ich kann euch das dann genau auswerten, weil ich habe hier, wieso halten das nicht, spiegelt, egal wie ich es mache, ne? Ich habe hier die NBW-App und die ist wirklich toll. Da kann man den ganzen Ladevorgang jetzt inzwischen live verfolgen. Da muss ich jetzt gar nicht im Regen rausgehen und mit der Kamera euch das an der Ladesäule zeigen. Das kann ich hier tatsächlich in der App verfolgen. So wie es im Moment aussieht, werden wir wahrscheinlich 28 Minuten gebraucht haben von 24 auf 80%. Ja, ist okay, ne? Also jetzt sind wir bei 77% und er lädt noch mit 82 Kilowatt. Das ist ganz okay. Ich finde es jetzt aber auch dafür, dass er mit 170, 180 anfängt, nicht so fantastisch schnell. Also wenn ihr mit diesem Auto tatsächlich super schnell auf der Langstrecke unterwegs sein wollt, dann ist, glaube ich, Mittel der Wahl
nicht bis 80% zu laden, sondern eher bis 60 oder so. Ja? Da geht es relativ fix untenrum. Und natürlich mit relativ wenig SOC, also Batterie-Akkustand, an die Ladesäule ranfahren. Und immer eine mit mehr als 150 Kilowatt verwenden, ja, damit man sicher ist, dass man auch die Ladeleistung dann kriegt. Ne? Genau. So. Ich würde sagen, die Statistik zeige ich euch dann jetzt gleich nochmal. Und ja, dann schauen wir noch ein bisschen, wann die Kühlung eingesetzt hat und so. Dazu gebe ich aber mal ab ins Studio. Okay, hallo aus dem Studio. So, wir gucken uns erst nochmal den Ladevorgang an. Wir haben bei 22% gestartet, habe ich euch hier markiert. Dann seht ihr, wie der SOC, also der Ladezustand, hochgeht. Das ist hier die obere Kurve. Und unten ist die Ladeleistung, das ist die Leistung, die tatsächlich in die Batterie reingeht, aufgetragen. Das haben mit K-Scanner ermittelt, diese Grafiken. Da seht ihr 176 Kilowatt in der Spitze, ganz am Anfang. Und bei ca. 48% Ladestand geht die Ladeleistung unter 100 Kilowatt. Wenn man sich die Statistik jetzt nochmal anschaut, dann haben wir dann folgende Daten. Wir haben insgesamt 42,5 Kilowattstunden geladen, 28 Minuten gebraucht. Das macht also einen Schnitt von 91 Kilowatt. An der Ladesäule wurden 46,3 Kilowattstunden gemessen. Das macht dann einen Schnitt von 99,2 Kilowatt. Da seht ihr also, rund 4 Kilowattstunden gehen hier für Kühlung, Heizung, whatever drauf. Und ja, jetzt schauen wir uns in der nächsten Grafik einfach nochmal an, wie es mit Kühlung, Heizung aussieht. Da seht ihr jetzt in grün die Umwälzpumpe für die Hochvoltbatterie eingetragen. Blau ist wieder die maximale Batterietemperatur in Grad Celsius und rot Batterieeingangstemperatur, also vom Kühlkreislauf. Startladen und Endeladen habe ich euch aufgetragen und ihr seht hier grün geht es am Anfang die Umwälzpumpe auf jeden Fall mal auf 100%, geht dann nochmal kurz auf 0 und dann pendelt sie so bei 70% sich ein. Und wenn man jetzt bei dem Punkt 1 vor allem mal schaut, dann sieht man beim Batterieeingangstemperatur, die liegt sogar ein bisschen über der maximalen Batterietemperatur. Deutet für mich darauf hin, dass hier ganz kurz geheizt wurde zum Beginn des Ladens. Das ist wahrscheinlich die Stelle, wo wir den Peak erreicht haben. Und direkt danach ist aber die Eingangstemperatur unter der maximalen Batterietemperatur. Ja? Sodass spätestens beim Punkt 2 einfach die Kühlung wirklich stark einsetzt. Und man sieht dann auch, dass die Eingangstemperatur deutlich unter der maximalen Batterietemperatur liegt. Das ist also ein Indiz für recht starke Kühlung. Das war also der Ladevorgang, ganz kurz. Jetzt noch ein Wort dazu, dass ich ja schon mal gesagt hatte, dass mir die Rekuperationsleistung, wenn man also vom Fahrpedal geht, beim ID3 schwächer vorkommt als beim ID4 oder beim Q4. Ich habe hier unten mal die Autobahnfahrt aufgetragen. Nach oben seht ihr, wenn man beschleunigt, in der unteren Grafik nach unten ist dann die Rekuperation. Und wenn man mal den Peak raussucht, dann sind wir da so ungefähr 90 Kilowatt, wenn man auch noch ein bisschen aufs Bremspedal geht, also die wirklich maximale Rekuperation rausholt. Ich habe also beim ID4 auf jeden Fall über 120 Kilowatt schon gesehen. Ich muss die Grafik aber nochmal raussuchen. Das ist irgendwo in den Daten gerade verschwunden. Das suche ich euch demnächst raus. Ja, dann können wir das nochmal vergleichen. Okay, das war's aus dem Studio und ich gebe jetzt mal wieder zurück ins Auto. Wie ihr seht, Laden mit dem Auto klappt auch ziemlich gut. Die Akkuvorwärmung, wenn man über die Autobahn erstmal fährt, 1,5 Stunden oder so, braucht man eigentlich gar nicht. Das funktioniert direkt. Ich denke, damit kann man zufrieden sein. Ja? Ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass ich heute überhaupt diesen Test fertig bekomme. Na gut. Jetzt ist der Ladevorgang auch tatsächlich wirklich beendet hier an der NBW-Ladesäule. Ich werde jetzt gleich rausgehen und abstöpseln. Ich nehme aber nicht die Kamera mit, weil es regnet wie Sau. Gut, ich denke, das war's mal für dieses Autobahn- und Ladevideo. Ja, ich wünsche euch was. Fahrt weiter elektrisch oder holt euch ein Elektroauto. Habt Spaß damit und bis dann.